Wenn zwei Stürmer hier am oberen Bildrand nach 65 Minuten den Platz Arm in Arm verlassen, muss es ein besonderes Spiel gewesen sein. Flo Bojai und Matthias Fetsch, zwei von zahlreichen Geschichten einer erfolgreichen Offenbacher Auswärtsfahrt an den Kaiserstuhl. Ein richtig gutes Spiel von uns heute. Wir haben uns optimal auf das Spiel vorbereitet, den Gegner gut analysiert und genau das umgesetzt, was wir uns vorher eben vorgenommen haben. Dass wir natürlich dann die ersten Chancen auch direkt nutzen, war natürlich ein Plus für uns, weil es dann natürlich im Laufe des Spiels einfacher ist, mit einem 1-0 oder mit einem 2-0 im Rücken dann weiterzuspielen. Von daher war das gerade in der ersten Halbzeit ein extrem gutes Spiel von uns. In dessen Vorfeld sind Trainer Sreto Ristić und sein Team gewarnt. Der Balinger SC hat diese Saison erst ein Heimspiel verloren, ist auf seinem Kunstrasenplatz noch ungeschlagen und ohne Gegentor. Der UFC in Mintgrün mit einer personellen Änderung. Vetter beginnt für den gelb gesperrten Calabrese. Und die Gäste wirken nach dem Spielausfall unter der Woche etwas ausgeruhter. Vierte Minute, schön kombiniert. Und dann klärt der BSC zur ersten Ecke. Die kommt, wie eigentlich immer, von Tunay Deniz. Und in der Mitte Karpstein. Die Innenverteidiger werden zu Torjägern. Nach dem Treffer von Czelenecki in Mainz wurde Malte Karpstein auf der Pressekonferenz vor dem Spiel von Trainer Ristić angestachelt. Seine zwei Saisontreffer seien zwar mehr als der Kollege, aber trotzdem zu wenig. Das ist die Antwort. Maßecke von Deniz und Karpstein mindestens eine Etage höher als alle anderen. Und damit nach 416 Minuten mal wieder ein Gegentor für den BSC. Bei dem muss heute Deniz Müller, eigentlich Torwarttrainer und nur noch Nummer 3 für den verletzten Marvin Genk zwischen den Pfosten ran. Geht hier beim Freistoß von Deniz auf Nummer sicher. Die Gastgeber im Vergleich zum 0:0 gegen Aalen unter der Woche mit insgesamt 5 verletzungsbedingten Wechseln kämpfen sich nach dem frühen Rückstand in die Partie. Bischoff holt sich den Ball und sucht den Abschluss, aber Flauder aufmerksam. Und dann läuft der Offenbacher Konter. Innenverteidiger und Torschütze Karpstein, dieses Mal als Ballverteiler. Und dann geht's passsicher durchs Mittelfeld in die Spitze zu Bojai. Müller bei seinem zweiten Saisoneinsatz schnell unten. Die Ecke bringt nichts ein, aber es ist ein munteres Spiel, in dem auch der BSC jetzt seine Chancen sucht. 20 Minuten rum, die Gastgeber mit Tempo durch die Mitte und die Flanke wird gefährlich. Flauder klärt. Und am Ende Stürmerfoul. Doch dann löscht der OFC das kurze Offensivstrohfeuer der Gastgeber. Die Kickers mit großer Ballsicherheit und richtig starken Kombinationen. Vierad, Bojai, nochmal Vierad und der sieht Fetsch. 2:0. Die Krönung eines wunderschönen Angriffs mit dem 10. Saisontor von Matthias Fetsch. Vierad mit gutem Laufweg in den Strafraum und dann dem Auge für Fetsch. Nach 4 torarmen Wochen zeigen sich die Kickers heute effektiv. Ansonsten ist es natürlich immer schwer, jetzt gerade die letzten Spiele, die jetzt für uns nicht optimal liefen, viele Unentschieden geholt. Aber man hat einfach gesehen, dass wir im Training weiter hart gearbeitet haben, einfach an allen möglichen Bereichen gearbeitet und trainiert haben. Und deshalb war halt eben heute der Knotenlöser auch, dass das frühe 1:0, das frühe Tor für uns, was uns natürlich dann auch Rückenwind gegeben hat. Ein Rückenwind in Orkanstärke. Freistoß für den OFC. Tunay Deniz. Ab dafür. 3:0 nach einer halben Stunde. Deniz visiert das lange Eck an. Und dann passt der Ball genau. Kein anderer mehr dran. Und so ist es Saisontor Nummer 5 für den Mittelfeldspieler. Und weil es gerade so gut klappt, 5 Minuten später Deniz schon wieder beim Freistoß. Dieses Mal mit der hohen Variante auf Bojai. Was ist hier denn los? 4:0. Das dritte Tor nach einem Standard. Deniz ist an allem beteiligt und Flo Bojai lässt den Ball einfach nur über den Scheitel rutschen. Manchmal kann man den Trainer ganz einfach glücklich machen. Worüber ich wirklich froh bin, dass wir endlich mal auch die Standardtore reinbekommen haben. Die haben auch die letzte Zeit vermehrt auch geübt und es freut mich, dass sich die Jungs jetzt belohnt haben. Und das war's noch nicht in der ersten Hälfte. Der OFC jetzt wie im Rausch. Immer wieder mit Tempo über die Außen. Und in der Mitte wartet er sehnsüchtig. Matthias Fetsch!
6 Spiele lang hat er nicht getroffen. Jetzt gleich doppelt. Perfekt bedient von Ronny Marcos. Balsam für die Torjägerseele. Für mich persönlich war das natürlich dann auch wieder heute ein Erfolgserlebnis mit 2 Toren. Aber da habe ich persönlich auch eben einfach weitergearbeitet, mich nicht zu verrückt gemacht, auch wenn es jetzt in den letzten Spielen nicht so optimal gelaufen ist. Doch heute läuft es so richtig. Und auch wenn der Freistoß kurz vor der Pause abgewehrt wird, der Plan des Trainers schon zur Halbzeit perfekt aufgegangen. Wir haben heute uns einiges vorgenommen, haben wirklich versucht, eine große Dynamik, eine Wucht in das Spiel reinzubringen. Wohl wissen, dass es eine schwere Aufgabe ist gegen eine Balinger Mannschaft, die wirklich sehr kompakt spielt und in der Vergangenheit wenig zugelassen hat. Ich glaube, das ist uns von der ersten bis zur letzten Minute gelungen ist, dieses Spiel durchzusetzen. Wir haben auch zur richtigen Zeit Tore gemacht. Psychologisch wichtiger Zeitpunkt, heißt es da immer. Fetsch trifft 3 Minuten vor der Pause und 3 Minuten nach dem Seitenwechsel räumen die Kickers auch den wirklich allerletzten Zweifel aus. Die Flanke dieses Mal von Vetter und in der Mitte Bojai 6:0. Auch Flo Bojai schnürt den Doppelpack, nachdem er zum letzten Mal am 9. Oktober getroffen hatte. Große Rehabilitation für die Kickers-Stürmer nach der Kritik der vergangenen Wochen. Das ist heute alles kein Thema. Die Kickers attraktiv und effektiv wie ein Spitzenteam. Das Spiel verflacht dann logischerweise. Der OFC kommt weiter zu Abschlüssen, aber ohne die ganz große Gefahr. Beide Trainer rotieren dann ordentlich durch. Ab sofort darf ja auch in der Regionalliga 5-mal gewechselt werden. Und mit neuem Personal ergeben sich die Gastgeber keinesfalls. Fordern die Kickers noch mal etwas. Schon die 85. Minute, der lange Ball auf Fischer. Der Ehrentreffer als Lohn für die Balinger Moral. Das 13. Saisontor vom Top-Torjäger der Liga in Uwe Seeler-Manier. Und auch wenn der Pfosten kurz Flauders Frust zu spüren bekommt, an der guten Offenbacher Laune ändert das nichts. Ich bin froh, dass es sowohl für mich als auch für die Mannschaft heute wieder so gut lief. Da müssen wir einfach anknüpfen und in den nächsten Spielen weitermachen. Die Kickers Offenbach gewinnen mit 6:1 in Balingen. Das vorzeitige Geschenk der Mannschaft für Ristic, einen Tag vor dessen 45. Geburtstag. Doch der Trainer bleibt nüchtern. Das Spiel ist aus meiner Sicht trotzdem vielleicht sogar 2 Tore zu hoch ausgefahren. Ich glaube schon, dass Balingen das ordentlich gemacht hat. Das hat uns vor allem in der zweiten Halbzeit kurz die letzten 20 Minuten vor Problemen gestellt. Haben auf einmal mutiger Fußball gespielt. Wir müssen mehr laufen, aber alles in allem war das ein verdienter Sieg. Und wir sind jetzt aktuell auch einen Schritt nach vorne gekommen, aber mehr nicht. Aus OFC-Sicht gilt es, diese Leistung jetzt zu bestätigen. Und zwar schon am Mittwoch im Nachholspiel beim FC Homburg.